Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Rowenta Silence Force. Und in dem Video habe ich mal, man sieht es ganz gut, noch zwei weitere Staubsauger mitgebracht. Das ist einmal der Dyson DC63 Allergy auf der rechten Seite und hier einmal den Bosch Rocks auf der linken Seite. Und in diesem Video wollen wir uns einmal angucken, wie die Geräuschpegel so im Vergleich sind. Bei allen Staubsaugern habe ich die Düsen abmontiert. Ich finde das ganz wichtig, weil auch je nachdem, was das für Düsen sind, ob die bewegliche Teile haben oder nicht, verstärkt sich natürlich die Lautstärke oder auch nicht. Und wir wollen ja eigentlich wissen, wie das Betriebsgeräusch des Saugers selbst ist. Die Düsen kann man ja frei wechseln. Der Bosch Rocks selbst ist laut Herstellerangabe um 10 Dezibel lauter. Ist aber auch, was Teppichreinigungsklassen betrifft und auch Bodenreinigungsklassen betrifft, um 2 schlechter, also jeweils C. Beim Dyson kann ich es gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe den Rocks ebenfalls, weil er diese Möglichkeit bietet, auf die mittlere Stufe gestellt. Man muss da ja fair sein und gleiche Bedingungen schaffen. Der Dyson hat nur eine Stufe und wir fangen aber mit dem Rowenta an. So, dazu einmal den Bosch. Ich denke, man hört ganz deutlich, dass auch auf der mittleren Stufe der Bosch doch noch ein Ticken lauter ist. Und jetzt einmal den Dyson. Und obwohl der Dyson der kleinste von allen dreien ist, man sieht das glaube ich ganz gut, ist der definitiv der lauteste. Beim Dyson kann ich nichts weitermachen, jetzt gucken wir uns aber nochmal die beiden an. Und ich stelle mal die Stufe auf maximal ein. Wir fangen wieder mit dem Rowenta an. Das ist die Maximalstufe. Und der Dyson. Also auch ohne hier großartig mit einem Dezibel-Messgerät heranzugehen, merkt man ganz deutlich, dass der Silence Force doch um einiges leiser ist, egal in welcher Stufe. Der Dyson, der sticht schon deutlich heraus. Und das Tolle an dem Silence Force ist dann natürlich, dass er auch eine Teppichungsreinigungsklasse A und auch eine Hartbodenreinigungsklasse A bietet. Aber das wahrscheinlich dann wiederum bemessen auf die volle Leistungsstufe. Also hier scheint Rowenta, das muss man ehrlich sagen, wahrscheinlich auch so ein bisschen zu tricksen. Wobei ich das nicht genau sagen kann. Es fällt aber schon auf, dass in der leisen Stufe der Rowenta sehr, sehr leise ist im Vergleich zu den anderen beiden. Also zumindest dieses Versprechen hält Rowenta gut ein. Und das war's dann auch mit diesem kleinen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.